Bewertung. Weil das ist auch so ein endloses Thema, bewerten. Das hatten wir eben, dieses Getriebensein. Ne? Also, dass man etwas haben will und es nicht kriegt. Und etwas nicht haben will, was man, ne, was da ist, was man aber nicht will. Und das merkt man körperlich, ne? Richtig. Also, es ist wirklich so ein hin und vor und zurück. Und einher damit geht natürlich auch Bewertung. Ja. Und wenn man auf diese Ebene kommt bei Meditation, eben dieser Kampf mit dem eigenen Körper, der da entsteht, also wie gesagt, es wird einem dann irgendwann klar, das gehört mit zur Meditation, dass man sich am Anfang erstmal angenehm einrichtet. Also wir brauchen hier keinen vollen Lotussitz und sowas, muss gar nicht sein, sondern einfach, dass ich angenehm frei sitzen kann. Und dann habe ich mir die Zeit genommen, von mir aus 5 Minuten am Anfang, und sage, ja, eigentlich ist das okay. Und dann sitze ich aber 20 Minuten und merke, oh, das tut mir hier weh und das geht nicht. Und, oh. Und irgendwann später, also nach mehreren solcher Sitzungen, überlegt man dann, Mensch, was passiert denn da überhaupt? Das ist doch nicht normal. Und dann fällt einem ein, jetzt bei dem letzten Spielfilm, den ich mir 2 Stunden angeguckt habe, habe ich wirklich in einer Position gesessen, die war so ähnlich, und da hat mein Körper sich gar nicht gemeldet, weil ich halt mit dem Spielfilm beschäftigt war. Und man merkt dann eben, hier passiert in der Meditation auf so einer körperlichen Ebene irgendwas ganz Merkwürdiges. Und das bei sich auch festzustellen, ist ungeheuer wichtig. Weil dieser innere Kampf, das ist eben dargestellt als Tiger und Drachen in China gewesen, die so um sich kreisen, gibt es hier auch 2 Schlangen, die sind 16.000 Jahre alt. Und das ist quasi Körper und Geist. Und dass da wirklich so was ganz, ganz Tiefes, was man wirklich körperlich auch merkt, passiert. Also mit diesem ich will nicht, dieses, das ist wirklich so ein Kämpfen. Und dazu einen Abstand zu entwickeln, das ist enorm wichtig. Aber das wird einem nur klar, wenn man sich damit beschäftigt. Und das Komische ist, das ist eins der grundlegenden Geschichten, die wir hier beim Qigong brauchen. Und deswegen, alle Leute, die ich hier auch auf der Wiese kennengelernt habe, die meditieren, die haben auch gesagt, sie glauben nicht, dass man Qigong, also Qi, erleben kann ohne Meditation. Weil man auf dieser, also mit, da passiert ja nichts, ich sitze nur rum. Und auf dieser Ebene unabgelenkt das bei sich festzustellen und dann im Qigong quasi diese Entspannung einzuüben, ist ungeheuer wichtig, weil das ist eine ganz andere Ebene, auf der das dann stattfindet. Also man lernt viel schneller. Ne? Also das, was man ohne Meditation im Qigong oder auch im Yoga erreichen kann, ohne Meditation, das dauert halt eben 10-100-fach länger. Körper und Geist hatten wir schon mal. Nama Rupa ist aber eigentlich auch der Ursprung von dem Tui Chu, was man im Tai Chi kennt, dieses Schwarz-Weiß mit den gegenüberliegenden Punkten. Ist, wie gesagt, entstanden aus dem Tiger und Geist. Also richtet euch wirklich, wirklich angenehm ein. Und wenn ihr die nächsten 20 Minuten, ich starte den schon, wirklich nichts anderes zu tun habt, als euch immer wieder zu entspannen, ist das völlig okay. Aber seid freundlich mit euch selber.
Also das Ziel ist wirklich, erstmal freundlich mit dem Körper zu sein und auch hier vom Groben zum Feinen. Also wenn ihr jetzt noch merkt, ich muss mich ein bisschen regeln und das irgendwie anders positionieren, gibt hier keine Meditationspolizei. Wenn ihr euch anders wohler fühlt, dann macht es. Versucht nur im Laufe der Minuten dieser Meditation das immer weniger werden zu lassen. Falls euer Körper richtig entspannt ist und keine großartige Aufmerksamkeit mehr braucht und euer Geist vielleicht auch ganz entspannt und mal ruhig ist, dann bleibt eigentlich nur der Atem über. Dann achtet nur darauf, wie ihr atmet. Gar keine spezielle, keinen speziellen Punkt dafür. Achtet nur auf den Körper, wie er so atmet.
noch ein bisschen länger als eine Minute. Auch stellt euch auch wie eben beim Qigong die Frage, wie lief dieses Sitzen, aber auch ohne eine Geschichte, ohne eine wirkliche Antwort. Also die Frage ins Nichts. Wunderbar. Klappt das im Liegen besser? Bei mir ja. Okay. Ne, macht euch das so angenehm wie möglich. Das steht leider so auch nicht in den Büchern drin. Auch bei den Apps habe ich das auch selten gehört, dass die das sagen. Also manche sagen das. Sagen, richtet euch so ein, dass euch das gut geht. Nicht irgendwas voller Lotus und verkrampft. Und so. Muss ich erst mal 2 Jahre überhaupt diesen Lotus-Sitz üben. Also ich habe am Anfang auch so angefangen, habe versucht, da den Lotus-Sitz einzunehmen. Und dann irgendwann habe ich das aufgegeben. Und dann habe ich auch einen Meister gefunden, der sagt, das ist Quatsch, muss gar nicht sein. Sag was. Gibt nichts zu sagen. Ich würde mich ja auch ganz gern hinlegen, aber ich komme da nicht mehr hoch. Jetzt bezogen auf dein Bein? Ja. Du müsstest aber doch gehen auf die Seite. Aber da, wo du bist, ist auch Ameisen. Ja, ich weiß. Ja. Da ist das mit dem Hinlegen vielleicht nicht so toll. Da gibt es dann nicht nur den Tiger und den Geist, sondern auch noch Ameisen. Du musst nichts sagen, aber lächeln ist wichtig. Also ich bin jedes Mal überrascht davon, dass das hier geht. Also ich habe das vorher getestet. Und dachte, na, ob das geht, das sind so viele ablenkende Geräusche. Ich meine, man muss sich da auch dran gewöhnen. Ne? Also immer wieder zurückzukommen, es ist jetzt egal, Autohupe oder was auch immer. Aber es geht eigentlich ganz gut. Mhm. Die Frage zum Schluss, also wir machen das ja im Qigong. Ne, dieses Fragen ohne Antwort, was ziemlich schwierig ist, keine Geschichte zu machen, oh, heute habe ich mich schlecht angestellt und das geht, nein, gar keine Geschichte machen. Und die, bei der Meditation ist das genauso, also ist nicht auf meinem Mist gewachsen, ich habe das übernommen von Mönchen. So eine Minute vorher nochmal sich die Frage zu stellen, wie lief diese Meditation jetzt? Auch ohne Antwort. Weil
dieses Lernen scheint wirklich auf so einer nonverbalen Ebene abzulaufen, weil ich dann beim nächsten Mal eher weiß, wie ich daran gehe. Ja. Es gibt viel, was wir ohne verbale Geschichten gut lernen können. Deswegen habe ich das gemacht. Ja. Dann schließen wir ab. Ja. Mit dem dreimal wunderbar. Ja, ja. Nein, zusammen. Lass es mal probieren zusammen. 1, 2, 3. Wunderbar. 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 Das heißt eigentlich Sadhu, ja, aber ich finde das doof, irgendwelche Wörter, die man nicht kennt, zu benutzen. Man kann das übersetzen als wunderbar. Und wunderbar üben ist auch gut.